Herzlichen Dank für die Begrüßung. Und in der Tat, als wir vor Monaten diesen Termin ausgemacht haben, konnten wir noch nicht ahnen, dass es so aktuell ist. Aber das ist ja auf der einen Seite ganz gut, um Interesse zu wecken. Auf der anderen Seite interessant, um eine solche Diskussion zu führen. Ich habe mir mal überlegt, wie die Krise, in der wir uns im Moment bewegen, im Verhältnis steht zu Krisen, die ich seit 1945 erlebt habe. Ich glaube, die Krise 1948, als die Sowjetunion mit ihrer Armee Berlin blockierte, war gravierender. Oder der Mauerbau 1961, als plötzlich Berlin total geteilt wurde und wir die Gefahr eines Dritten Weltkrieges hatten, war gravierender. Oder 1955, als 40.000 Ungarn umgekommen sind in ihrem Freiheitskampf und die Gefahr für uns unglaublich groß war, das war schwieriger. Oder 1968, als man ein zartes Pflänzchen der Demokratie in der Tschechoslowakei verspürte und die Panzer aus dem Ostblock das niederwalzten, da war das auch noch gravierender. Und so könnte ich eine Reihe von Dingen darstellen, die uns zeigen, wir haben nicht nur in einer glückseligen, friedvollen und guten alten Zeit gelebt, sondern wir standen immer vor riesigen Herausforderungen. Oder wenn ich mich daran erinnere, als Finanzminister, als wir 1992, 1993 Währungskrisen hatten, wo die Zentralbanken 300 Milliarden Dollar intervenierten, um europäische Währungen zu stützen, was in Sachen Pfund nicht gelungen ist. Margaret Thatcher musste damals, das hat sie nie verwunden, aus dem EWS austreten. Ein Jahr später kam der Franc unter Druck und es ist uns gelungen, ihn zu stabilisieren, sodass Frankreich, was für Europa eine Katastrophe gewesen wäre, aus dem europäischen Währungssystem nicht ausscheiden musste. Damals hat die Deutsche Bundesbank, darüber kann man ja heute etwas freier reden als damals, innerhalb von 4 Wochen 90 Milliarden D-Mark interveniert. 90 Milliarden D-Mark. An einem einzigen Tag 47 Milliarden D-Mark. Damit der Franc nicht abstürzt. Und es ist uns gelungen, den Franc zu stabilisieren. Ich will Ihnen das nur sagen, um mal herauszuarbeiten. Wir leben nicht heute in der größten aller Krisen. Wir haben schwere Herausforderungen zu bewältigen, aber sie sind zu schaffen. Sie haben gerade, Herr Daniel, wie ich meine, überzeugend den großen europäischen Traum als junger Mensch dargestellt. Das finde ich toll. Wir brauchen viel mehr Engagement der jungen Generation. Denn die ist in einer Weise vernetzt, wie es das in früheren Zeiten überhaupt nicht gegeben hat. Wenn ich mir das Schicksal meiner Kinder oder die Möglichkeiten meiner Enkel anschaue, ja, das ist doch eine völlig andere internationale und europäische Welt gegenüber der Kindheit und der Jugend, lieber Franz Vögel, die sich zu unserer Zeit damals gezeigt hat. 1957 war ein 18-jähriger Gymnasiast am Gymnasium in Grumbach. Und da wurden die römischen Verträge damals unterzeichnet. Dann habe ich mir überlegt, welche Chancen hast du eigentlich? Wie könnte dein Leben aussehen? Dann vergleicht man das natürlich mit dem Leben der Vorfahren. Meine Großeltern, 1859 geboren, 3 Kriege. Mein Vater, 1895 geboren, den ganzen Ersten Weltkrieg, und im Zweiten Weltkrieg nochmals Soldat. Mein Bruder, mit 17 Jahren eingezogen, mit 18 Jahren in Lothringen gefallen.
Und wenn ich heute mein Leben rekapituliere, wenn ich Bilanz ziehe, dann kann ich trotz aller Probleme, vor denen wir jetzt stehen, sagen, eigentlich 90% von dem, was ich mir erhofft habe, was ich mir erträumt habe, ist eigentlich in Erfüllung gegangen. Und insofern können wir auch getrost eine positive Bilanz ziehen. Und bei jeder solchen Herausforderung, vor der die deutsche Politik jetzt steht, muss man abwägen. Und ich finde, das macht die Kanzlerin ziemlich nüchtern, ohne großes Pathos, aber durchaus überzeugend, indem sie sagt, ich will eine Lösung, wo die Vorteile die Nachteile überwiegen. Man muss beides sehen. Griechenland, meine Damen und Herren, um das gleich mal klar zu sagen, hätte natürlich nicht in die Europäische Währungsunion hineingehört. Es war ein grundlegender Fehler, das zu tun. Ich kann mich erinnern, wie 1997 der griechische Finanzminister eigens mal nach Bonn kam und darum bat, in den Zwei-Jahres-Zyklus des europäischen Währungssystems hineinzukommen, damit er auch am 01.01.99 bei der Währungsunion dabei ist. Ich habe ihm gesagt, Papandonio, ihr seid nicht dabei und ihr werdet auch nie dabei sein. Und dann wollte er noch, dass die griechischen Buchstaben auf die neuen Banknoten draufkommen. Dann habe ich gesagt, nein, also Entschuldigung, wer nicht dabei ist, dessen Hieroglyphen kommen auch nicht auf die neuen Banknoten. Leider haben sich dann später die Notenbankpräsidenten, die dafür zuständig waren, anders entschieden. Aber es war für mich unvorstellbar und ich habe mich gewundert, wie zwei Jahre später plötzlich eine völlig andere Situation gegeben sein sollte. So, nun aber waren sie dabei. Und ich vergleiche das manchmal, um sich das so bildlich vorzustellen, mit einem blinden Passagier, der sich heimlich in Hamburg an Bord schleicht, die Kontrollen funktionieren nicht, dann bleibt er ein paar Tage im Maschinenraum versteckt und kommt dann an Bord und sagt, ich bin jetzt auch da. So, was machen Sie jetzt mit dem? Es ist ganz unterschiedlich. Das wird möglicherweise im Allgäu anders entschieden als in Pasing. Pasing leben feine, ordentliche, stark der Nächstenliebe verpflichtete Menschen. Im Allgäu sehr bauernständige und mit der Natur und der Umwelt hart arbeitende Menschen. Hart arbeiten muss man in Pasing auch, damit das klar ist, gell? So, und wenn ich da am Stammtisch in Seeg oder in meiner Heimat in Oberrohr die Frage stelle, was macht man jetzt mit dem? Dann gibt es ganz starke Tendenzen über Bord. Nur, das lässt sich mit der christlichen Seefahrt nicht vereinbaren. Und darum plädiere ich dafür, und das seit Jahren, man muss einem solchen sich an Bord geschwindelt habenden nicht Kaviar und nicht besondere Wohltaten anbieten, aber ihm helfen, dass er wieder auf die Beine kommt und die Chance hat, wieder normal dabei sein zu können, die Chance soll man ihm nicht versagen. Und wir haben das nach der großen Krise, die nicht in Europa entstanden ist, sondern 2007, 2008 in den Vereinigten Staaten von Amerika durch eine Immobilienkrise, die dann zu uns rüberschwappte. Wir haben da in einigen Ländern Probleme gehabt, zum Beispiel in Irland, zum Beispiel in Portugal, zum Beispiel in Spanien. Und ich kann Ihnen nur sagen, alle drei Länder haben in einer hervorragenden Weise die Chance ergriffen und mit der Hilfe, die in Europa gegeben hat, innerhalb von drei Jahren es geschafft, sich wieder auf dem internationalen Finanzmarkt bedienen zu können. Und zwar mit harten Strukturreformen. Sie haben ihren Haushalt verbessert, sie haben ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessert, sie haben ihre sozialen Sicherungssysteme reformiert,
Sie haben den Arbeitsmarkt geöffnet und so wird zum Beispiel Spanien heuer ein stärkeres Wachstum haben als die Bundesrepublik Deutschland. Und auch die anderen, Irland, Portugal, können sich wieder am Finanzmarkt bedienen und brauchen keine weitere Hilfe. Andere Länder in Europa, die auch in die Eurozone wollten, haben sich fast noch stärker angestrengt. Was die Länder des Baltikums geleistet haben in den letzten 10 Jahren, ist unglaublich. Auch Slowakei, Slowenien, sehr, sehr starke, beachtliche Leistungen. Und als jetzt eine neue griechische Regierung gemeint hat, sie könne Europa spalten und die würden alle auf ihrer Seite stehen, haben sie sich gewaltig getäuscht. Denn genau die Länder, die sich am meisten angestrengt haben, standen am stärksten auf der Seite Deutschlands mit einem vernünftigen Stabilitätskurs. Und das war ganz wichtig. Und wie sah es in Griechenland aus? Griechenland war ein Sonderfall. Und trotzdem war es am Ende des vergangenen Jahres auf einem passablen Weg. Es war wie auf einem Marathonlauf. Sie hatten die Hälfte der Strecke bewältigt. Man muss sich mal vorstellen, sie hatten ihr Defizit von 15% auf 2% reduziert. Sie hatten ihr Außenhandelsdefizit ebenfalls von über 10% auf 2% heruntergebracht. Sie hatten zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen Primärüberschuss. Das heißt, abgesehen von der Schuldentilgung und den Zinsen, die dafür notwendig waren, haben sie mehr eingenommen als ausgegeben. Und der Internationale Währungsfonds, der weiß Gott kritisch urteilt und dort auch einen Teil seines Geldes investiert hat. Der Internationale Währungsfonds hat für dieses Jahr mit einem Wachstum von 2,5% und im nächsten Jahr mit einem Wachstum von 3,7% in Griechenland gerechnet. Und dann kamen Neuwahlen und dann kamen neue Herrschaften. Stark gewöhnungsbedürftig im Auftreten und in dem Umgang mit anderen. Ich bewundere manchmal die Geduld, die die Kanzlerin da aufgebracht hat. Und ich muss ehrlich sagen, ob ich die Geduld von Wolfgang Schäuble aufgebracht hätte am Ratstisch, obwohl er manchmal geknurrt hat, weiß ich nicht. Aber dass er denen hier und da sagen musste, so geht es nicht mehr weiter, und in einem klassischen Englisch leicht schwäbisch verfärbt erklärt hat, es ist over, es ist over, kann ich gut verstehen. Ich habe die letzten Wochen ein paar Mal mit ihm darüber diskutiert. Und es grenzt schon an Unverschämtheit. Zu dem letzten Angebot Europas Nein zu sagen, sich zu einem Angebot, das dann schon zurückgezogen wurde, ein Volksbegehren einzuholen, die Menschen gegen dieses Angebot aufzuhetzen, um dann eine Woche später festzustellen, anders geht es nicht, und mit der ursprünglichen Lösung dann wieder ins Parlament zu gehen und sich dafür sozusagen das Votum zu holen. Dass dies im Volk nicht gerade sehr gut ankommt, das kann ich gut verstehen. Und meine Damen und Herren, eines will ich auch sagen. Ich trenne ganz scharf zwischen der griechischen Bevölkerung, zwischen den Menschen und der griechischen Politik. Ganz stark. Und zwar habe ich da selber eine Lehre mitbekommen. Vor ein paar Jahren, ein, zwei Jahren, habe ich in einem Gymnasium über die Situation diskutiert. Und habe dort gesagt, die Griechen hätten nicht hineingehört, denn sie haben gelogen und betrogen. Dann steht ein junger Mann nachher da auf und sagt, Herr Weigel, nicht alle Griechen haben gelogen und betrogen. Dann habe ich ihn gefragt, wo kommen Sie her?
war es ein junger Grieche, der natürlich in dem Gymnasium einiges mitgemacht hat in der Zeit. Und ich habe gesagt, es tut mir leid. Ich werde mich künftig immer differenziert äußern und nicht von den Griechen reden, sondern von der griechischen Politik. Und die hat die ganzen letzten Jahrzehnte versagt. Das waren die Sozialisten, leider auch die Nea Demokratia. Und jetzt erfolgt wieder ein Politspiel, das unseren Vorstellungen nicht entspricht. Und natürlich kann man sich fragen, ja, warum habt ihr die gewählt? Nur wenn man natürlich über Jahrzehnte von der anderen politischen Klasse so angeführt worden ist, dann darf man sich auch nicht ganz wundern, dass die Menschen nach einer völlig anderen Alternative irgendwann mal greifen. Und jetzt steht man vor der Frage, Grexit, also over, oder nochmal eine Chance. Und wenn ich heute noch verantwortlich wäre, ich hätte mich ähnlich entschieden wie die Bundeskanzlerin und wie der Bundesfinanzminister. Ich hätte mich ähnlich entschieden, denn es ist eine Abwägungsfrage. Ich weiß ganz genau, wofür man im Moment Beifall bekommt und wofür man keinen Beifall bekommt. Aber ein Grexit, das heißt, gut, wenn die selber nicht anders reagiert hätten, wäre nichts mehr anders übrig geblieben. Aber man muss wissen, was das bedeutet hätte. Auf einen Schlag wäre das Bruttoinlandsprodukt um 25% abgesackt. Man muss sich vorstellen, was das bedeutet hätte. Sie wären nicht mehr in der Lage gewesen, ihre Importe zu finanzieren. Das ganze Bankensystem wäre zusammengebrochen. Sie wären nicht mehr in der Lage gewesen, den Rentnern und anderen das Notwendigste auszubezahlen. Alte und Kranke wären vor ganz schwierigen Situationen gestanden und wir hätten die Bilder gesehen, wie überfüllte Krankenhäuser den Kranken das Notwendige, was zum Teil jetzt schon stattgefunden hat, nicht mehr hätten bieten können. Und dann wären wir alle, wenn wir noch ein Herz im Leib haben, vor der Frage gestanden, wie helfen wir den Menschen? Nicht der Regierung, aber wie helfen wir den Menschen? Und dann wäre ein humanitäres Hilfsprogramm, hätte man erstellen müssen, um das Schlimmste an Not abzuwenden. Das wäre die eine Alternative gewesen. Die andere, die noch nicht sicher ist, besteht darin, dass das Land endlich die Dinge tut oder fortsetzt, die die letzten 2 Jahre versucht wurden, und diese Regierung antritt endlich, um das zu tun, was für das Land notwendig ist. Bei französischen sozialistischen Präsidenten war es immer so, bei Mitterrand und auch jetzt bei Hollande, dass sie 3 Jahre benötigen, um ihren Wählern zu sagen, dass sie das, was sie ihnen versprochen haben, nicht halten können. 3 Jahre. Nur 3 Jahre haben wir keine Zeit in Griechenland, sondern hier müssen die Dinge sofort passieren. Und dazu ist notwendig natürlich eine andere Einnahmesituation, eine Reform des Steuersystems. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hat der damalige Finanzminister Fahn schon mal in einer solchen Veranstaltung gesagt, er sei gern bereit, einige bayerische Finanzbeamte nach Griechenland zu schicken. Dann erscholl aus dem Zuschauerruf ein Ruf eines Mittelständlers: Bei mir ist gerade Betriebsprüfung, dir kannst gleich mitschicken, hat er gesagt. Wenn man sich vorstellt, was dort alles erforderlich ist, vom Grundbuchwesen über das Katasterwesen oder Privatisierung. Der Internationale Währungsfonds schätzt das Privatisierungspotenzial in Griechenland auf 200 bis 300 Milliarden Euro. Jetzt will ich ja mal gar nicht ganz oben ansetzen, aber wenn jetzt endlich ein Treuhandfonds geschaffen wird mit etwa 50 Milliarden, um bei der Privatisierung von Flughäfen und anderen Häfen und solchen Dingen, die wirklich vor der Tür liegen, anzupacken und dies mit europäischer Hilfe, dann wäre das jedenfalls mal ein erster Schritt, A,
um auch bei der notwendigen Schuldentilgung etwas voranzukommen und zum Zweiten ein Teil dessen für Investitionen im Inland zu nutzen, um wieder zu stärkerem Wachstum zu kommen. Und auch ein Teil der anderen Sachen, die jetzt vereinbart wurden, weisen ganz sicher in die richtige Richtung. Allein schaffen das die Griechen nicht. Ohne europäische Hilfe geht es nicht. Und gerade wir in Deutschland, auch mit der Erfahrung der Treuhandanstalt, könnten einiges dazu beitragen, um diese Dinge voranzubringen. Aber das geht nur, wenn auf der griechischen Seite auch die Bereitschaft da ist, hier endlich die Dinge anzupacken. Und natürlich verstehe ich die Zweifel. Und ich kann auch jeden verstehen, der dem im Moment noch nicht glaubt. Die Bundeskanzlerin hat recht, wenn sie sagt, das Schlimmste, was die letzten Wochen passiert ist, ist die Zerstörung von Vertrauen. Die Wirtschafts- und Währungsunion ist ein Instrument, das auf Vertrauen und auf der Einhaltung von Verträgen beruht. Wir haben in Europa keinen Superstaat. Und Sie haben es ja auch, Herr Daniel, angedeutet, den wollen Sie auch nicht. Den wollen wir alle nicht. Wir wollen Subsidiarität in Europa. Mir hat mal unbändig gefallen, als ich durch Luxemburg spaziert bin, dass an einem Erker in Luxemburg der Satz steht, auf Luxemburgerisch, aber auf Deutsch gut verständlich: Mir wolle bleiben, was wir sind. Wir wollen bleiben, was wir sind. Luxemburger. Natürlich Europäer. Und so ist es auch bei uns. Wir wollen Bayern bleiben, wir wollen Deutsche bleiben und wollen gute Europäer sein. Das muss ein vernünftiger Dreiklang sein. Und insofern spielt Subsidiarität eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber auf der anderen Seite ist dieses Vertrauen in die Einhaltung von Verträgen natürlich die letzten Wochen und Monate nicht gerade gestärkt worden. Und deswegen richten sich auch viele skeptische Blicke auf Griechenland und seine Führung. Und dabei sind die Angriffe auf Deutschland in der griechischen Presse reine Ablenkungsmanöver. Reine Ablenkungsmanöver. Die Frage ist, wie reagiert man darauf? 1914 hätte man mit einer Kriegserklärung darauf reagiert. Nicht? Wenn ich mir so die Situation 1914 ansehe, etwa, und der Umgang mit Serbien, etwa, die Serben haben damals alle Konditionen von Österreich angenommen, nur eine nicht, nämlich, dass die Verfolgung der Schuldigen über die österreichische Justiz passieren müsse. Und das hat dann zur Kriegserklärung geführt und dann zu Folgen, die wir ein ganzes Jahrhundert gespürt haben. Ich finde es richtig, sich nicht alles gefallen zu lassen, aber auch mit der notwendigen Gelassenheit darauf zu reagieren. Es ist auch nicht jede Veröffentlichung in den deutschen Blättern im Moment dazu angetan, die Dinge voranzubringen. Also, und da nehme ich niemanden aus. Ich habe heute die erste Seite des Spiegel gelesen. Ich habe heute die Bild-Zeitung mir angeschaut. Ist nicht gerade dazu angetan, um einen positiven Weg nach vorne zu führen. Ich plädiere für Gelassenheit, für nüchterne Überlegung. Und da muss ich sagen, finde ich, dass die Bundeskanzlerin das richtig und vernünftig macht. Es ist übrigens der griechischen Regierung nicht gelungen, einen echten Spaltpilz in Europa zu legen. Sie hatten gewisse Sympathie in Italien, auch gewisse Sympathie in Frankreich, aber damit hatte es sich schon. Alle anderen waren schon auf dem Kurs der Vernunft. Und das ist kein deutsches Modell, das ist keine deutsche Erpressung, sondern das ist der richtige Weg des Erfolgs. So hat zum Beispiel Bill Clinton eine exzellente Finanz- und Wirtschaftspolitik in den 90er Jahren betrieben. Der von uns alle hochgeschätzte Ronald Reagan war zwar
ideologisch nahe bei uns. Er hat aber eine Steuersenkung durchgeführt, ohne Ausgleich im Haushalt, und hat am Schluss seiner Amtszeit seinem Nachfolger, unserem großen Freund George Bush, 800 Milliarden Dollar mehr Schulden überlassen als zu Beginn. Und daran ist letztlich George Bush sogar am Ende seiner 4 Jahre gescheitert. Und es ist Bill Clinton gelungen, mit einer exzellenten Konsolidierungspolitik am Schluss einen Überschuss zu haben und trotzdem ein glänzendes Wachstum und ein Zuwachs an Arbeitskräften. Oder ich denke an Finnland. Finnland war bis 1990, 1989, 90 voll ökonomisch auf die Sowjetunion fixiert, hat dann eine totale Kehrtwendung gemacht und sich Europa angeschlossen und hat das brillant geschafft. Und ich sage nochmal meine unglaubliche Hochachtung vor den baltischen Ländern, was haben die mitgemacht über Jahrzehnte unter sowjetischer Knechtschaft und haben sich glänzend dargestellt mit schweren, schweren Opfern. Und die sagen natürlich, und die haben das dem griechischen Premierminister und Finanzminister in den Konferenzen gesagt, wie kommen wir eigentlich dazu? Unsere Renten sind niedriger, unsere Systeme sind nicht so stark ausgestattet. Wie kommen wir eigentlich dazu, eure Defizite zum Teil garantieren oder mitfinanzieren zu müssen? Nein, das ist kein deutsches Zwangskorsett, das da immer wieder beschrieben wird. Es ist die Erfahrung des Internationalen Währungsfonds in den letzten 50, 60 Jahren. Und der Internationale Währungsfonds hat in der ganzen Welt hunderte solcher Programme mit Erfolg auf den Weg gebracht und hat nur in 2 afrikanischen Ländern bisher Geld verloren. Nur in 2 afrikanischen Ländern. Und darum ist die Madame Lagarde natürlich so ungnädig, wenn sie plötzlich die Gefahr sieht, in Europa möglicherweise Geld zu verlieren. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin heilfroh, dass der Internationale Währungsfonds in dem Gremium mit drin ist, seine Expertise mit einbringt und damit den Druck, der sonst nur noch stärker auf uns zuginge, Haftungsübernahme und gemeinsame Schuldenhaftung und so weiter, dem widerspricht. Nein, es sind Programme, die aus der Erfahrung gewachsen sind und die fast überall in der Welt Erfolg hatten. Nochmals zurück, diese Wirtschafts- und Währungsunion ist ein Vertragsbündnis. Anders war sie nicht zu machen. Das andere wäre ein total vereinigtes Europa gewesen, so wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Nur, das war nicht durchsetzbar. Und es stellt sich die Frage, ob wir das auch gewollt hätten. Die Aufgabe von Souveränitätsrechten, werden dazu eine andere Verfassung benötigt oder würden sie benötigen, auch in anderen Ländern, auch Frankreich, Großbritannien und andere wären nicht dazu bereit gewesen, diese Souveränitätsrechte aufzugeben. Also blieb die Notwendigkeit, ein Vertragsbündnis zu schaffen und alles daran zu setzen, dass diese Verträge eingehalten werden. Und da sind dann ein paar Dinge passiert, die nicht hätten passieren dürfen. Erstens die Aufnahme Griechenlands. Zu wenig kontrolliert, die griechische Regierung getrickst, aber auch Europa zu wenig kontrolliert. Allerdings auch wieder ein Problem von Deutschland und Frankreich. Mehr Kontrollen haben wir abgelehnt. Und dann sagen sich natürlich die anderen, ja, wenn die nicht kontrolliert werden wollen, warum eigentlich wir? Und dann ist etwas passiert, was mich am meisten ärgert. Wir haben zusätzlich zum Vertrag von Maastricht mit seinen Kriterien noch einen Stabilitäts- und Wachstumspakt, damals 1995 konzipiert und 1997 verabschiedet. Was bedeutete der? Mich hat damals die Sorge umgetrieben, was ist eigentlich, wenn ein Land im Entscheidungsjahr 1997 oder 1998 alle Kriterien erfüllt, prima dasteht, aber
aber mit harten Opfern. Ein, zwei Jahre später gibt es Neuwahlen, neue Mehrheit im Parlament, andere Regierung. Und die neue Mehrheit sagt, was schert mich das dumme Geschwätz unserer Vorgänger? Wir halten uns an das Motto, mach dich fit durch Defizit. Also, was machen wir dann? Und das war die Geburtsstunde des Stabilitätspakts. Die Vorstellung, nicht nur einmal die Kriterien einhalten, sondern auf Dauer. Nicht nur einmal unter 3% Staatsdefizit sein, sondern dauerhaft, ja, mittelfristig Haushaltsausgleich zu schaffen, weil die demografischen Probleme der Überalterung unserer europäischen Länder ja auf die Finanzpolitik sich auswirken und wir der jüngeren Generation eigentlich nicht zumuten können und dürfen, dass sie die Lasten übernehmen, die wir durch erhöhte Defizitaufnahme auf sie zubringen. Und das war die Geburtsstunde des Stabilitätspaktes. Und als ich den zum ersten Mal vorschlug im Kreis der Finanzminister, meldet sich ausgerechnet der italienische Finanzminister und sagt, Theo, ich stimme dir voll zu. Denke mir, das ist vielleicht ein Filou. Ausgerechnet der mit einem der höchsten Defizite, der verarscht dich doch. Dann habe ich gesagt, wie meinst du das eigentlich? Sagt er ganz ehrlich, ich würde in der italienischen Politik nie durchsetzen können, was langfristig für Italien das Richtige ist. Nur über europäischen Druck. Nur wenn ich denen sage, entweder ihr macht mit oder ihr steigt ab in die zweite, dritte Liga, nur dann schaffe ich den Druck. Und so war es auch. Wir haben die Italiener übrigens nur aufgenommen unter der Bedingung, dass sie jährlich einen Überschuss erwirtschaften und ihre hohe Gesamtverschuldung abbauen. Und ob sie es glauben oder nicht, die haben das bis 2008 getan. Und auch jetzt liegt Italien zwar immer noch zu hohe Schulden, was das Staatsdefizit anbelangt, unter 3% und deswegen nicht in einem Missbilligungsverfahren der Währungsunion. Also, das war ein ganz wichtiger Punkt, um also dauerhafte Stabilität zu sichern. Das war ein Punkt, wo das Gebot der Nachhaltigkeit nicht nur für die Umweltpolitik gilt, sondern auch für die Finanzpolitik. Und wir haben uns viel zu wenig damit beschäftigt, meine sehr verehrten Damen und Herren, welche implizite Staatsschuld auf uns lastet. Wir schauen nur auf den Haushalt und sehen das jährliche Defizit. Wir haben im Haushalt aber nicht die Zahlen, die über die Sozialpolitik, die über die Demografie auf die nächste und übernächste Generation zukommen. Und man müsste bei jedem Haushalt diese Frage mit berücksichtigen und überlegen, wie steht es um die nächste und übernächste Generation angesichts unserer Entscheidungen. Und da hatte Deutschland, vor einigen Jahren eine implizite Staatsverschuldung. Das heißt, wenn man was nicht im Haushalt steht, aber unweigerlich auf uns zukommt, durch politische Entscheidungen, durch Gesetze, wenn man das alles zusammenzählt, dann sind wir nicht bei 75% Staatsverschuldung, sondern bei über 200% Staatsverschuldung. Und darum sind solche Strukturreformen unabdingbar notwendig. Meine Damen und Herren, ich darf mir mit 76 trauen zu sagen, es gibt zur Erhöhung der Lebensarbeitszeit in der Rente keine Alternative. Das ist nicht für jeden Beruf gleich. Das sieht natürlich bei dem einen oder anderen anders aus als beim Dachdecker. Von dem kann ich vielleicht nicht mehr verlangen, dass er mit 67 oben auf dem Dach rumturnt. Aber dass wir insgesamt länger arbeiten müssen, da führt überhaupt kein Weg daran vorbei. Denn wir alle
wollen länger leben, 10 Jahre länger leben, als das meine Eltern oder meine Großeltern konnten. Und wir wollen in der Zeit versorgt werden. Wir wollen, dass wir die Rente, die Pension, dass wir die Gesundheitsvorsorge und, wenn es notwendig werden sollte, die Pflege bekommen. Aber es ist in der Zeit, sind nicht 10 Jahre neue Generation hinzugekommen, sondern eher eine kleiner gewordene jüngere Generation, die das Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet. Und insofern sind die Herausforderungen für die Finanzpolitik eigentlich noch größer, als wir uns das bei der Betrachtung des normalen Haushalts vorstellen. Und eigentlich müssten wir das viel stärker in die ganze finanzpolitische Debatte mit einbeziehen. Und darum ist es keine Schikane, wenn wir auch im europäischen Bereich auf Stabilität und Konsolidierung setzen. Und es ist eine völlige Verkennung der Tatsachen, wenn auch vor allen Dingen amerikanische Wirtschaftswissenschaftler uns da kritisieren und glauben, nach dem Motto Deficit Spending könne man all die Probleme lösen. Nein. Reduzierung der Schulden plus Strukturreformen, das ist der einzige Weg, um wirklich ein funktionsfähiges und finanzierbares Gemeinwesen auf den Weg zu bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich höre immer wieder den Vorwurf, tja, da seien erhebliche Geburtsfehler dabei. Ich sage Ihnen eines, es sind Erziehungsfehler, die stattgefunden haben. Erhebliche Erziehungsfehler. Etwa, wie das ausgerechnet wir Deutsche, die wir die Kriterien von Maastricht durchgesetzt haben und dann noch den Stabilitätspakt gegen heftigste Widerstände der anderen durchgesetzt haben, dass ausgerechnet wir schon im Jahr 2002, 2003 die Kriterien verletzt haben. Das wäre noch nicht einmal das Schlimmste gewesen. Das kann mal passieren. Aber danach muss man sich reuig zeigen und muss sagen, okay, wir wollen das so schnell wie möglich wieder in Ordnung bringen. Nur, was hat Deutschland damals gemacht unter Schröder und Eichel? Gebockt, beleidigt gewesen und gesagt, dann ändern wir den Stabilitätspakt. Dabei haben wir sofort die Unterstützung Frankreichs und Italiens gehabt. So. Und gegen die Kleineren, die Finnen, die Niederländer, die das heftig kritisiert haben, wurde das durchgesetzt. Wieder ein Vertrauensverlust. Und da sagen natürlich die Kleineren, so ist es also. Wenn wir Fehler machen, wenn wir die Kriterien verletzen, dann kriegen wir Prügel. Die Großen, Deutschland und Frankreich, wenn die verletzen, dann geht man stillschweigend oder lächelnd drüber hinweg und ändert den Pakt. Und das war ein weiteres schweres Versäumnis, das Europa hier begangen hat und das uns heute einholt. Dass dann der Stabilitätspakt aufgeweicht wurde, das hat natürlich in der Krise, die nicht in Europa entstanden ist, sondern in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber dann zu uns rüberschwappte, hat uns natürlich eminent geschadet. Und da kam dann ein Problem, das auch nicht mit der Währung zusammenhängt. Lange Zeit haben die Märkte nicht reagiert. Aber irgendwann haben die gemerkt, hoppla, was ist eigentlich mit dem einen oder anderen Staat los? Zum Beispiel Griechenland. Werden die noch in der Lage sein, dauerhaft ihre Schulden zu bedienen? Und sind zum Ergebnis gekommen? Nein. Und zwar, obwohl Griechenland kräftig profitiert hat. Sie müssen mal sehen, Griechenland hat von 1981 bis heute aus dem Fonds der Europäischen Union 150 Milliarden Euro bekommen. Griechenland hat durch den Beitritt zur Wirtschafts- und Währungsunion niedrige Zinsen, vorher hohe Zinsen, niedrige Zinsen bekommen, was zu einer Euro-Rendite von etwa 17 Milliarden Euro pro Jahr geführt hat. Aber leider wurden diese 17 Milliarden nicht in die Reduzierung der Schuld oder in vernünftige Investitionen gesteckt, sondern, was schön war, aber nicht gut war, in die Erhöhung von Löhnen, Gehältern, Beschäftigung im öffentlichen Dienst und Verbesserung des Sozialsystems.
was zu dem Zeitpunkt andere nicht getan haben. Und dies auch zu wenig überprüft zu haben, war nicht nur griechische Schuld, sondern auch mangelnde Überwachung der Kommission. Nun, meine Damen und Herren, wenn man nun in einer solchen Situation ist, dann stellt sich die Frage, wie hilft man? Und da gibt es nur ein Prinzip, Hilfe zur Selbsthilfe. Auch uns Deutschen ist mal geholfen worden. Es gab nach dem Krieg 1945-46 zwei amerikanische Versionen. Die eine war von Morgenthau und die andere war von George Marshall. Die von Morgenthau hätte bedeutet, aus Deutschland machen wir einen großen Agrarstaat. Schluss, damit die nie mehr gefährlich werden. George Marshall hat gesagt, wir dürfen nicht nochmal die Fehler von 1918 machen. Es hat keinen Sinn, einen Verliererstaat zu demütigen und kaputt zu machen. Wir müssen helfen. Und damals haben die Amerikaner, das war nicht selbstverständlich, 12 Milliarden Dollar, das war damals wahnsinnig viel Geld, nach Europa gesteckt. Und davon sind 1,2 Milliarden in Deutschland gelandet. Immerhin. Und die Deutschen haben es besser angelegt als alle anderen Länder in Europa. Und zwar in einen revolvierenden Fonds, mit dem vor allen Dingen Investitionen, Darlehen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft, vor allen Dingen des Mittelstands, gefördert worden sind. Noch heute existiert dieses ERP-Vermögen, das also vor allen Dingen auch bei der Wiedervereinigung sehr hilfreich war beim Aufbau der Wirtschaft in den neuen Bundesländern. Das in Verbindung mit einer vernünftigen Wirtschaftsform, soziale Marktwirtschaft von Ludwig Erhard, in Verbindung mit einer stabilen Währung, D-Mark, und der Öffnung der Märkte, hat Deutschland in den 50er und 60er Jahren nach vorn gebracht und ganz entscheidend geholfen. Aber dann kam noch mal etwas, meine Damen und Herren, auch das sollten wir nicht ganz vergessen, in einer solchen Zeit, 1952, betrugen die deutschen Schulden, zum Teil Vorkriegsschulden, aber noch mehr Nachkriegsschulden, etwa 35 Milliarden D-Mark. Der deutsche Haushalt hatte damals eine Höhe von etwa 30 Milliarden D-Mark. Kann man sich vorstellen, welche Summe das war. Und dann hat Konrad Adenauer, den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, ABS, nach London geschickt. Und der hat in einer über einjährigen Verhandlung erreicht, dass etwa die Hälfte dieser Schulden Deutschland erlassen wurden. Und das hat uns natürlich sehr geholfen im Wiederaufbau, gerade in den 50er Jahren. Ich erwähne das nur, um ein bisschen auch darüber nachzudenken, wie die Situation nach 1945 war und dass auch wir dankbar waren, wenn uns damals andere geholfen haben. Warum kam es nun zur Währungsunion? Meine Damen und Herren, schon 1946 hatten die meisten demokratischen Parteien die Forderung nach einer gemeinsamen europäischen Währung in ihrem Programm. Der Gründer der CSU, Dr. Josef Müller, der viel zu kurz kommt in der Geschichte der christlich-sozialen Union, den ich sehr bewundere, weil er ein ungewöhnlich tapferer Mann war, im Widerstand vor dem Volksgerichtshof, in 17 Gestapo-Verhören niemanden verraten, der Gott sei Dank dem Inferno entkam, nicht hingerichtet wurde, der hat 1946 oder 45 noch, wenige Monate nach dem Geschehen gesagt, was Sie vorher zitiert haben, wir brauchen eine gemeinsame Währung, weil Länder, die eine gemeinsame Währung haben, nie mehr Krieg gegeneinander führen. Und so kam es in jedem Jahrzehnt zum Versuch, ob man die europäischen Währungen stärker aufeinander zulaufen lassen kann, koordinieren kann und die großen Schwankungen von Währungen ausschließen kann. In den 60er Jahren
gab es den Werner-Plan. Das war ein luxemburgischer Ministerpräsident. Das ist aber übrigens ein Plan, den Franz Josef Strauß sehr unterstützte, der aber dann doch nicht zum Tragen kam. Dann hat man nach dem Zerbrechen von Bretton Woods, dem damaligen Weltwährungssystem, mit der Dollarbindung des Dollar, mit der Goldbindung des Dollar, hat man damals zu flexiblen Kursen versucht, Zuflucht zu nehmen. Dann hat man eine Währungsschlange entwickelt, die nicht zu stark abweichen sollte. Sie ist zerbrochen in den Energiekrisen der 70er Jahre. Und dann haben Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing 1979 ein europäisches Währungssystem etabliert. Es war keine gemeinsame europäische Währung, aber die Währungen, D-Mark, Franc und andere, sollten nicht mehr als 2,25% nach oben und nach unten schwanken. Und wenn sie mehr schwanken, dann sollten die Notenbanken intervenieren. Nur, meine Damen und Herren, das hat nicht funktioniert oder nur teilweise funktioniert. Wir hatten in der Zeit über 20 Realignments, das heißt Auf- und Abwertungen, die dann doch durch Auf- und Abwertungen der Währungen ausgeglichen werden mussten. Das waren jedes Mal dramatische und schwierige Entscheidungen, die nicht zu weniger Ärger geführt haben, als den Ärger, den wir im Moment haben. Wir haben vielleicht nur, ich will nicht sagen, dass wir alles besser gemacht haben, aber etwas haben wir besser beherrscht als heute. Vielleicht geht es auch heute gar nicht mehr. Hier und da sein Maul halten. Hier und da ruhig sein. Mal über etwas nicht reden. Ich bin mal in sehr schwere Gewissenskonflikte gekommen, weil mich ein Journalist plötzlich fragt, stimmt das, Herr Weigel, dass Sie übers Wochenende nach Paris fahren und dort eine Auf- und Abwertung stattfindet? Der hat ja recht. Aber stellen Sie sich mal vor, wenn ich das dem am Donnerstag sage, ja, am Samstag machen wir eine Auf- und Abwertung in der und der Größenordnung, was dann am Freitag auf den Finanzmärkten los gewesen wäre. Was blieb mir anders übrig, als ihm zu sagen, frei erfunden. Wie kommen Sie bloß so etwas? Reine Spekulation. Ich habe fest vor, am Samstag im Allgäu auf die Kappeler Alpe zu gehen. Die Irene schleppt mich da immer hoch und da trinke ich zwei Weizenbiere und esse einen Wurstsalat und damit ist der Samstag für mich gelaufen. Das hat natürlich überhaupt nicht gestimmt. Ich bin am Freitagabend in die Maschine eingestiegen und wir haben am Samstag dann das Realignment gemacht. Die Frage ist, durfte ich das oder nicht? Das hat mich immer wieder ein bisschen geplagt und auf einer Tagung der Katholischen Akademie in München habe ich damals den früheren Kardinal von Wien, König, den ich sehr geschätzt habe, gefragt, Eminenz, durfte ich das oder durfte ich das nicht? Und ohne Rückfrage bei Ratzinger hat der mir gesagt, Sie durften nicht nur, Sie mussten. Also, das habe ich vorher eigentlich auch schon gewusst, aber es hat mein Gewissen doch ein bisschen erleichtert. Ich sage das nur so halb spaßhalber. Vielleicht ist heute die Mediensituation eine ganz andere, aber dieser Drang in die Öffentlichkeit, dieses schrille Medienverständnis, das wir heute haben und das nicht mehr änderbar ist, hat natürlich die Umwelt schon ein bisschen verändert. Aber das, was damals Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing versucht haben, war eine Vorstufe einer gemeinsamen Währung. Aber es hat nicht funktioniert, weil es immer wieder zu Auf- und Abwertungen kam. 1988 gab es dann einen Gipfel in Hannover. Und auf dem Gipfel haben sich die europäischen Staaten vereinbart, wir setzen eine Kommission ein und die soll mal aufzeigen, wie könnte eine gemeinsame europäische Währung aussehen und wie könnte der Weg dahin gehen. Und diese Kommission hat unter dem Vorsitz des Kommissionsvorsitzenden Delors getagt und hat dann im Frühjahr 1989 den sogenannten Delors-Bericht auf den Tisch gelegt. Das war mit meine erste Lektüre, als ich am 21. April 1989 deutscher Finanzminister wurde. Und wir haben uns das intensiv überlegt. Ich war am Anfang skeptisch, aber je mehr ich mich damit beschäftigte, je mehr wusste ich, dass wir auf die Dauer einen gemeinsamen Binnenmarkt nur halten würden,
und dass Europa in der Welt nur dann eine Rolle spielen könnte, wenn es auch seine Währungskompetenz bündelt. Man muss sich einmal heute vorstellen, dass China Währungsreserven hat in Dollar in der Größenordnung von 4.000 Milliarden Dollar. Und dass die Vereinigten Staaten von Amerika in China mit 1.900 Milliarden Dollar verschuldet sind. So abhängig sind diese beiden großen Volkswirtschaften voneinander. Und die Chinesen werden trotz aller Turbulenzen in den nächsten Jahren ihre Währung, den Renminbi, voll konvertibel machen. Das heißt, die chinesische Währung wird nicht nur eine Regionalwährung für Asien sein, sondern sie wird zur dritten großen Weltwährung werden. Und dann wird die erste führende Währung weiter der Dollar bleiben, aber nicht mehr allein. An zweiter Stelle steht mit etwa einem Drittel der Euro und an dritter Stelle wird der Renminbi sein. Mit 20 oder 25 verschiedenen europäischen Währungen würden wir in diesem Währungsfeld keine Rolle spielen. Wir wären ausgeliefert dem, was in Washington und was in Peking entschieden wird. Als ich vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren mal den amerikanischen Notenbankpräsident Alan Greenspan fragte, Alan, what's about the dollar? Also was ist mit dem Dollar los? Hat er mir geantwortet, Theo, it's my currency and your problem. Der Dollar ist meine Währung und dein Problem. Das heißt, es war ihm völlig wurscht, was bei uns passiert. Sondern wir haben die Weltwährung und ihr habt euch alle danach zu richten. Und wenn es uns passt, machen wir die weicher, wenn es uns passt, machen wir die härter. Wenn es notwendig ist, machen wir eine leichte Geldpolitik. Wenn es notwendig ist, drehen wir das wieder zurück. Das alles haben sie in den 60er, 70er und 80er Jahren vollzogen. Das können sie in der Form ganz sicher nicht mehr. Und insofern spielt Europa eine wichtige Rolle. Und das können wir nur mit einer gemeinsamen Währung in Europa. Und das ist und das war der Euro. Die Frage, bin mal schon ein paar Jahre her, habe ich die große Schalterhalle einer Münchner Bank betreten und wollte da Geld abheben. Und dann schreit plötzlich ein älterer Mann, also noch älter als ich, der ist an allem schuld, der hat uns alles eingebrockt, der ist an allem schuld. Und als er gemerkt hat, dass die ganze Halle da auf ihn und auf mich starrt, wollte er dann schnell wieder abhauen. Dann habe ich dann Ärmel gepackt, so, Sie bleiben jetzt ein paar Minuten da. Sie haben jetzt mich angebrüllt und jetzt hören Sie mir mal kurz zu. Wo haben Sie Geld verloren? Sie müssen viel Geld verloren haben. Wenn man so brüllt, hat man viel Geld verloren. Haben Sie es verloren durch die Inflation? Kann eigentlich nicht sein. Denn die Inflation war die letzten 10, 15 Jahre unter 2%. Also durch die Inflation können Sie nicht viel Geld verloren haben. Haben Sie es verloren durch Spekulationen gegenüber dem Dollar? Kann eigentlich auch nicht sein. Wir stehen heute ziemlich genau dort, wo der Euro eingeführt wurde. Damals war es 1,18, jetzt ist es 1,11, das war mal 1,45, das ging mal zurück. Also Schwankungen in einem Umfang, wie sie früher sogar zum Teil unter D-Mark-Verhältnissen stärker waren. Da hat er immer noch nichts gesagt, dann habe ich ihn wieder ausgelassen, habe gesagt, also wenn wir uns das nächste Mal treffen, unterhalten wir uns wieder. Bin ihm nie mehr begegnet. Also ich will damit nur sagen, auch welche Illusionen und welche falschen Vorstellungen sich manchmal in der Vergangenheit ergeben haben. Wo wird dieses Europa in der Zukunft stehen? Da gibt es manche, wenn man die politische, wenn man die philosophische Diskussion verfolgt, wenn man Joschka Fischer liest und andere, die sagen, jetzt muss der große Wurf kommen. Der ganz große Wurf. Also Zusammenlegung von Europa, Europa als Bundesstaat. Da sage ich immer,
Wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Wir bräuchten dann in allen Staaten eine neue Verfassung, in den meisten Staaten eine Volksabstimmung über die neue Verfassung und dann noch eine europäische Verfassung. Und das im Moment durch alle Parlamente zu bringen oder auch mit Referenden zu erzielen, halte ich für ziemlich unmöglich. Und darum plädiere ich für Stabilität. Jetzt muss zunächst einmal Stabilität geschaffen werden, damit wieder ein Stück Ruhe einkehrt. Und dann kann man durchaus über die eine oder andere Verbesserung nachdenken. Was passiert ist, mit der Verbesserung des Stabilitätspakts war in Ordnung. Die makroökonomische Überwachung in Europa richtig, müsste allerdings stärker überprüft werden. Einrichtung eines europäischen Stabilisierungsmechanismus richtig und vernünftig. Schuldentragfähigkeit, so wie es im deutschen Grundgesetz vorgesehen ist, richtig und vernünftig. Ich habe auch gar nichts gegen eine etwas stärkere Stellung eines europäischen Kommissars für Haushaltsfragen. Allerdings, es wird nicht möglich sein, sozusagen in die Haushalte direkt hineinzuregieren. Es hat immer wieder die Forderung gegeben, auch von deutscher Seite, einen europäischen Finanzminister zu etablieren. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, glauben Sie, jetzt angenommen, das wäre der Wolfgang Schäuble geworden und er würde im Moment von der Akropolis aus eine Rede ans griechische Volk halten, dass das so besonders erfolgreich wäre? Ich kann mir das nicht vorstellen. Selbst meinem Charme würden die wahrscheinlich im Moment nicht voll erliegen. Also insofern glaube ich, der Weg, den man gegangen ist, mit vernünftiger, vorsichtiger Verbesserung der Verträge, ist richtig. Aber, wovor wir noch stehen, ist die Frage, wie legt man Verträge aus? Und da gibt es schon Unterschiede zwischen der deutschen Auslegung und der französischen Auslegung. Und da wird auch, wenn die Krise jetzt mal erstmals einigermaßen gelöst wird, nachzudenken sein und auch miteinander zu bereden sein, wie die Dinge ausgelegt werden. Und dazu wird es auch notwendig sein, einen Rechtsaustausch deutscher Staatsrechtler mit französischen und italienischen und anderen Staatsrechtlern durchzuführen, dass wir wieder zu einer gemeinsamen Auffassung des Rechts kommen und wie Recht ausgelegt und wie Recht angewendet wird. Aber es wird eine Vertragsgemeinschaft bleiben müssen. Ob wir in 20 Jahren vielleicht mal den großen Schritt in einen Bundesstaat wagen, wie wir uns das vielleicht in den 50er Jahren vorgestellt haben, wie es in den Reden von Franz Josef Strauß noch in den 50er, 60er und auch 70er Jahren zum Ausdruck gekommen ist, weiß ich nicht. Aber im Moment müssen wir das tun, was notwendig ist, und das heißt Stabilisierung. Und da war das, was in den letzten Jahren in der Krise und nach der Krise passiert ist, richtig. Ich stehe auch zu dem, was in den letzten Tagen in Europa erreicht wurde. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich vielleicht eines am Schluss noch sagen. Deutschland hat eine Verantwortung in Europa wie nie zuvor in der Geschichte. Wie nie zuvor in der Geschichte. Wenn man sich einmal vorstellt, das wohl beste Buch über die Entstehung des Ersten Weltkriegs, und vielleicht habe ich das damals angedeutet, bei dem Essen in Pasing, hat wohl der australische Historiker Christopher Clark geschrieben. Und ich habe ihn erlebt in der katholischen Akademie hier, und sein Buch ist überschrieben Die Schlafwandler. Und er beschreibt in dem Buch, wie jeder der Großen, es waren mit Ausnahme des französischen Präsidenten alles Kaiser und Könige, in der Lage gewesen wäre, das Unglück von 1914 zu verhindern. Sie trafen sich, haben sich umarmt, waren Paten der Kinder, sind auseinandergegangen, sind heimgefahren nach Petersburg oder nach London oder nach Berlin und haben die Dinge wieder treiben lassen, zum Teil sogar angetrieben, und das Verhängnis nahm seinen Lauf. Und statt der 20.000 Toten, die der deutsche Generalstab eingeplant hatte,
waren es dann 20 Millionen. Und dann nochmals im Zweiten Weltkrieg noch das größere Inferno. Heute steht Deutschland vor einer Verantwortung wie nie zuvor. Wir sind die größte Wirtschaftsnation, wir sind das bevölkerungsreichste Land und, ob es uns passt oder nicht, wir haben den stärksten Einfluss. Das Wort Führung nehme ich nicht in den Mund. Andere sagen, wir seien ein Hegemon. Das wollen wir nicht sein. Aber wir haben eine Verantwortungsethik aufzubringen in Europa, die über das nationale Interesse hinausgeht. Und der Verantwortung müssen wir gerecht werden. Und ich glaube, das war nach dem Krieg die Generation Konrad Adenauer und andere. Das war in Bayern Franz Josef Strauß, der weit über die bayerischen Grenzen hinaus gedacht hat. Das waren dann später auch Leute, wenn sie von anderen Parteien waren, wie Helmut Schmidt, der ohne Zweifel auch europäisch gedacht hat. Das war Helmut Kohl, der in einer entscheidenden Situation beide Dinge zugleich auf den Weg gebracht hat, deutsche Einheit und die europäische Einigung fortgeführt, wobei der Euro nicht der Preis für die deutsche Einheit war, wie immer wieder behauptet wird. Eine absolute Falschbehauptung, die immer wieder auch von Politikern erhoben wird, auch von Historikern, nicht wahr? Ich habe es gerade wieder im vorletzten Spiegel gelesen. Ich bin kein Historiker, bin kein Zeitgeschichtler, aber ich war dabei. Und neulich hat mir der Professor Wirsching, der Leiter des Instituts für Zeitgeschichte, gesagt, der Zeitzeuge sei der schlimmste Feind der Historiker. Aber ich kann halt nicht verschweigen, wie es war. Und richtig ist, dass die Weichenstellungen für die gemeinsame europäische Währung 1988 erfolgten. Und dass wir 1989 Mitterrand und niemandem hätten versprechen können, dass wir 1998 mit Zweidrittel Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat darüber entscheiden, ob die Währungsunion beginnt oder nicht beginnt. Kein Bundeskanzler, kein Finanzminister hätte das zu dem Zeitpunkt zusagen können. Aber eines, das war das große Verdienst von Helmut Kohl. Er hat, als die Chance zur deutschen Einheit sich auftat und er sie mutig ergriffen hat, den Prozess der europäischen Einigung nicht unterbrochen. Damals war das große Misstrauen da, bei den Niederländern, bei Margaret Thatcher ohnehin, aber auch in Frankreich. Wohin marschieren jetzt die Deutschen? Fangen sie jetzt wieder mit ihrer alten Vormachtstellung oder Sonderrolle in Europa an? Und das war so wichtig. Und ich glaube, wir hätten auch die deutsche Einheit, die Zustimmung Gorbatschows nicht erreicht, wenn wir damals nicht eingebunden gewesen wären in das europäische Konzept. Darum war das eine geniale Meisterleistung, die Dinge miteinander zu verbinden, aber sie waren nicht voneinander abhängig. Und meine Damen und Herren, wenn ich mir überlege, dass heute Deutschland nach der Wiedervereinigung, die uns in den letzten 25 Jahren 2.000 Milliarden Euro gekostet hat. Jedes Jahr 4-5% des Bruttoinlandsprodukts. Was wir heute erreicht haben, dass in Ostdeutschland die Produktivität BIP pro Person bei 84% des Gesamtdurchschnitts liegt. Und die Menschen in Mittel- und Ostdeutschland auf etwa 90% des Einkommens kommen, das im Westen bezahlt wird. Dann glaube ich, ist das schon eine tolle nationale Leistung gewesen, auf die ganz Deutschland stolz sein kann. Und wenn Deutschland heute als gelungenes Staatswesen dasteht, von vielen bewundert wird, von jungen Leuten als die Attraktion in Europa angesehen wird, wo man am liebsten hingeht, dann haben wir allen Grund, nicht nur täglich über die Krise zu reden, sondern auch auf das stolz zu sein, was wir erarbeitet haben. Vor 10 Jahren kam mal ein amerikanischer Industrieller bei einer
Gremiensitzung in Amerika auf mich zu und sagte: Theo, to buy the DDR, I think, was a very bad acquisition. Also die DDR zu kaufen, war doch ein schlechtes Investment. Ich denke mir, sowas Blöds. Muss man sich das gefallen lassen? Ich denke, nein, das lässt du dir nicht gefallen. Dann habe ich gesagt, Chuck, es hat länger gedauert und mehr gekostet, als wir alle gedacht haben. Das ist wahr. Aber ganz Deutschland ist eine gute Demokratie geworden. Ganz Deutschland gehört der NATO an. Kein sowjetischer Soldat und keine sowjetische Rakete steht mehr auf deutschem Boden. Und Mittel- und Osteuropa gehört heute zum Westen, zu Europa und weitgehend zur NATO. Dafür habt ihr in Amerika keinen Cent beigetragen. Aber wir eine ganze Menge. In Deutschland und durch Garantien, die wir Mittel- und Osteuropa und sogar den Nachfolgestaaten der Sowjetunion gegeben haben. Und auf diese Bilanz sind wir stolz. Und dann haben wir gedacht, so, jetzt haue ich dir noch eine rein. Und habe ihm gesagt, Chuck, wenn du im Irak in 20 Jahren die gleiche Bilanz vorweisen kannst, dann darfst du mich wieder fragen, ob das eine good or bad acquisition war. Ich treffe den jedes Jahr einmal und jedes Mal, wenn ich ihn treffe, sagt der Theo, I will never repeat the question. Das zeigt, dass wir eigentlich doch auf einem ganz guten Weg sind. Und ich bin überzeugt, dass wir auch die Krise, die wir jetzt zu bewältigen haben, lösen werden. Nicht zuletzt auch durch die deutsche Verantwortung in Europa. Vielen Dank.